Womit man aber aufhören muss, ist, dass sich jemand hinstellt und sagt, mit mir wird es nie eine Impfpflicht geben, mit mir wird es nie einen Lockdown geben. Diese apodiktischen Nie-Aussagen sind einfach falsch. Es wird Situationen geben in absehbarer Zeit, wo man manchmal lokalisiert, manchmal vielleicht in einem ganzen Bundesland, manchmal vielleicht auch, und Gott möge das verhüten, in der ganzen Bundesrepublik, solche Maßnahmen wird machen müssen, damit wir diese Pandemie einfangen. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufoktroyieren. Tyrannei? Ja, ich benutze bewusst den Begriff der Tyrannei, denn in Ländern, in denen 97% geimpft sind, wie in Portugal, gibt es all diese einschränkenden Maßnahmen nicht mehr, weil man sie nicht mehr braucht. Tyrannei der Ungeimpften. Dreimal dürfen Sie raten, was danach in den sozialen Netzwerken los war. Wer will schon gern schuld sein daran, dass wir immer noch Masken tragen müssen und wieder überall das Infektionsrisiko lauert? Die Impfverweigerer sehen sich aber nicht als Täter, sondern als Opfer. Für eine höhere Impfquote hilft aber wohl nur Druck. In Österreich zum Beispiel dürfen jetzt nur noch Geimpfte oder Genesene am öffentlichen Leben teilnehmen. 2G wirklich flächendeckend. Und zack, klappt's auch wieder mit dem Impfen. Plötzlich wollen sehr viele doch noch schnell einen Pieks. In Österreich gab es am Wochenende extrem lange Schlangen in Impfzentren, vor mobilen Impfbussen und anderen Impfstellen. Denn ab heute gilt 2G. Heißt, wer nicht geimpft oder genesen ist, darf nicht mehr ins Restaurant, zum Friseur oder ins Hotel. Vor 2G kapitulieren auch Impfskeptiker. Hat natürlich mit der 2G-Regel zu tun, weil du, wenn du in der Arbeit gehst, brauchst du unbedingt einen PCR-Test. Selbsttest dann jetzt abschaffen. Und drum, freiwillige Basis stimmt nicht so ganz. Wäre das österreichische 2G-Modell also möglicherweise auch ein Weg für Deutschland, um Unwillige doch noch zur Impfung zu bewegen? Der Mann, der gestern bei Anne Will von der Tyrannei der Ungeimpften spricht, befürwortet 2G, wo es hohe Inzidenzen gibt, notfalls aber auch darüber hinaus. Wenn die Bevölkerung es nicht anders versteht, dann muss man das vielleicht auch mal bundesweit machen, damit wir einfach diesen Hickhack, diesen Wirrwarr der Regelungen endlich beenden. Einheitlich 2G flächendeckend in Deutschland. Zutritt in viele Bereiche nur noch für Geimpfte und Genesene. Macht das für Menschen in NRW Sinn? Wie schauen Sie auf Impfverweigerer? Fühlen Sie sich tyrannisiert? Die Lebensqualität von allen wird eingeschränkt, weil ein paar sagen, ach nö, ich habe eventuell keine Zeit, ich weiß ja nicht, was nächstes Jahr ist, ich weiß nicht, wie die Folgen in 30 Jahren sind. Lebe ich in 30 Jahren noch? Gott weiß es. Vielleicht kommt ein Auto. Ärgern Sie die, die sagen, ich mache es einfach nicht, ich will nicht? Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen schon. In Österreich, die haben ab heute 2G und dann die Impfzentren im Moment überlaufen sind. Ne? Und? Also hilft es wahrscheinlich. Und? Wäre es dann doch besser. Es ist nicht repräsentativ, doch spontan sind heute die meisten dafür, eine 2G-Regel deutschlandweit einzuführen, um endlich mehr Menschen zur Impfung zu bewegen. Denn ist die Impfquote wie in Schleswig-Holstein hoch, ist die 7-Tage-Inzidenz niedrig. Sie liegt dort bei 75,5. In Sachsen ist es umgekehrt, die Impfquote niedrig, die 7-Tage-Inzidenz extrem hoch, knapp unter 500. Sachsen hat jetzt 2G eingeführt, um gegenzusteuern. Doch es gibt auch eine andere Haltung. Der Philosoph Martin Bums warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft. Ich glaube, dass 2G nicht der Königsweg ist. Und zwar wiederum aus ethischen Überlegungen heraus. Menschen, die nicht genesen oder geimpft sind, sondern nur in Anführungsstrichen getestet, demonstrieren ja, dass sie den Ernst der Lage erkannt haben und auch bereit sind, etwas beizutragen, indem sie sich testen lassen. Und ich glaube, auch diese Gruppe von Menschen können wir nicht systematisch ausschließen von einer gesellschaftlichen Teilhabe. In Österreich betont die Regierung, sie wolle niemanden ausschließen, aber 2G sei nötig. Keiner will eine Spaltung in der Bevölkerung. Es ist schlicht und ergreifend aber unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen. Und in NRW sehen es die Grünen heute ganz ähnlich. Wir Grüne fordern, dass wir eine 2G-Regel flächendeckend im Land haben für alle Aktivitäten in Innenräumen. Begründung, die Corona-Lage spitze sich zu, es sei wichtig, jetzt zu handeln. Doch die NRW-Landesregierung sieht keinen übergreifenden Handlungsbedarf. Aus dem Arbeits- und Gesundheitsministerium, kurz MAX, heißt es, Kommunen können in Abstimmung mit dem MAX 2G-Regeln anordnen, wenn es als angemessen erachtet wird. Die Stadt Köln hat heute angekündigt, dass im Karneval 2G-Regeln gelten werden.